Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar, JFD Devisenradar am 16. Juni um 9:30 Uhr. Wir wollen uns den Markt anschauen und möchten hier und heute den US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken betrachten, der ja seit dem Schock vom Jahresbeginn wieder mehr oder mehr unter die Lebenden zurückgekehrt ist. Und das ist natürlich eine Situation, die, wenn das Paar hier interessant daherkommt, durchaus mal einen Blick wert ist. Denn im Schnitt haben wir es hier mit einer Daily Range von 100 Pips zu tun und insofern kann man hier durchaus gut agieren. Hier kurz mal der Blick auf das übergeordnete große Bild zum Währungspaar. Und da sehen wir hier die übergeordnete US-Dollar-Schwäche gegenüber dem Schweizer Franken. Der Spike hier vom 15.01. wurde hier auch schon relativ wieder, ja, relativiert. Und letztlich verbleibt die Feststellung, dass der Ausbruch hier über die Parität weiterhin ein Wunschgedanke bleibt. Das Währungspaar hatte auch hier zuletzt, selbst nach dem Schweizer Frankenschock, immer wieder versucht, über die Parität, über die Marke von 1,000 anzuziehen und letztlich scheiterte dies ein jedes Mal. Und jetzt sehen wir das Währungspaar schon seit einiger Zeit im Rückzug und schauen uns jetzt mal hier dazu den Tageschart an, der uns hier verdeutlicht, dass wir seit dem letzten Versuch, die Parität zu überwinden, hier mit einem Hoch bei 1,0129 in einer Abwärtsstruktur stehen, die hier durch diese Abwärtstrendlinie, ja, visualisiert wird. Und seit Ende Mai sehen wir hier mehrfach die Versuche, eben doch wieder nach oben aufzudrehen. Der Markt versucht sich hier mehr oder weniger nach oben, ja, zu behaupten, auszubrechen, aber letztlich scheiterte dies ein jedes Mal. Wir haben morgen die FED-Sitzung, die mit großer Wahrscheinlichkeit hier die Würfel in die entsprechende Richtung lenken dürfte. Es soll heißen, entweder kommt es dazu, dass wir mit einem klaren Ausbruchsimpuls aus der Range der letzten Tage ein Signal bekommen, was denn, wenn wir hier zum Beispiel unter dieser Art Hammerkerze vom 10. Juni mit einem Low von 0,9233 fallen sollten. Wenn wir da per Daily Close eine Kerze entsprechend sehen, dann ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier nochmal die Tiefs von Mai testen, beziehungsweise dann sogar auch noch einige Etagen tiefer rauschen, um dann hier letztlich in diese Ausverkaufskerze vom 15.01. reinzutauchen. Und das könnte dann sogar bedeuten, im Ausdehnungsfall, dass wir hier Preise bis 0,86 sehen könnten. Aber zunächst gilt, wenn wir die Range in den letzten Tagen nach unten verlassen, dann haben die Bären den Vorteil in ihrer oder auf ihrer Seite, kommt es hingegen hier zum Ausbruch nach oben. Und dann kann man direkt die Kerze tags drauf nehmen vom 11.06. mit dem Hoch hier bei 0,9407. Wenn es gelingt, hier nach oben anzusteigen, dann haben wir eigentlich nur den Widerstandsbereich um 0,95, der dann klar überwunden werden müsste, um hier wieder mal einen Versuch zu starten, in Richtung Parität zu laufen. Obgleich natürlich dann hier die Frage ist, ob wir hier diese Abwärtstrendlinie seit dem Ausverkaufsbewegungsimpuls überwinden können. Denn bereits hier bei 0,9838 haben wir schon wieder einen Widerstandsbereich. Also grundsätzlich gilt, mal abwarten, was morgen die Impulse liefern. Ob heute hier was Entscheidendes kommt, das muss man mal abwarten. Wir schauen uns mal kurz die Wochenstatistik zum Währungspaar an. Die zeigt hier, dass wir heute, ja, marginal negativen Tag haben. Also der Tag selber fällt nicht ins Gewicht mit 49%. Da war gestern der Tag schon entscheidender mit 57 plus. Das hat auch, ja, geklappt mit einem ganz marginalen Plus. Letztlich sehen wir auch hier im weiteren Wochenverlauf eine leicht positive Tendenz. Das war einfach mal zur Wochenstatistik mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen. Also hier von dieser Warte aus betrachtet, kann man ja durchaus erwarten, dass der Markt hier jetzt nicht unbedingt einbricht, aber das wird sicherlich der morgige Tag richten. Davon ist ganz, ganz stark auszugehen. Die Saisonalität selber zeigt mit Blick auf die kommenden 20 Tage hingegen hier eine relativ klare Tendenz, denn wir haben hier über die Sommermonate eine US-Dollar-Schwäche und das deutet auch hier beim US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken eher auf weitere Verluste hin. Und Sie sehen, mit dem morgigen Tag und dem weiteren Juni-Verlauf sind hier bis Ende Juni eher rein saisonal betrachtet Verluste zu präferieren. Würde dann eben auch hier ganz gut ins Bild passen, dass wir hier diesen Abwärtstrend nicht überwinden können und mit einem neuen Verlaufstief dann eben doch wieder in Richtung 0,90, 0,91, 0,90, 72 und gegebenenfalls tiefer fallen. Gut, das mal zur übergeordneten Lage. Stundenchart. Wir sehen hier diese Range, die ich hier mal einfange. Und innerhalb dieser oszilliert das Paar mehr oder weniger mal hoch, mal runter. Ein relativ unsauberes Bild. Der heutige Pivotpunkt hier im Bereich 0,9390
19, 0,93, 18 ist hier das Zünglein an der Waage. Unterhalb dessen bleiben hier Shorts zu favorisieren, die dann hier durchaus in Richtung des Support-Levels 1, 0,9253 führen dürften. Dann haben wir nämlich auch hier diese Unterstützungszone, die dann wiederum durchaus Kaufinteresse wecken dürfte, um hier aus Intraday-Sicht wieder einen Aufwärtsimpuls zu begünstigen. Schauen wir uns kurz nochmal die Daily Range jetzt nochmal abschließend an, hier mit dem MetaTrader 4 Chart. Ausgebrochen aus der Asia Range nach unten, hier am Vortagestief abgeprallt. Hier Vorwochentief, das ist der Bereich, den wir auch gerade im Stundenchart gesehen haben, grenzt sich so ein Stück weit an dieser Range hier. Also hier haben wir den starken Support. Aber wir sehen, dass das Währungspaar aktuell 45 Pips gelaufen ist. Im Schnitt haben wir es hier mit einer Range von 100, 106 Pips direkt auf die letzten 14 Tage bezogen. 106. Und das heißt eben, ergo, dass wir hier noch gute 55, 60 Pips zu erwarten haben an Potenzial. Und sollte es hier zu einem Vortagestiefausbruch kommen, also neues Tagetief, dann muss man davon ausgehen, dass wir hier Richtung Vorwochentief, Richtung dieser Zone 0,9253, 0,9230 eben hier zurückfallen. Das ist hier das Vorwochentief. Und spätestens dort stehen die Chancen dann eigentlich wieder gut, dass das Währungspaar sich aufrappelt, um nach oben zu drehen. Also neues Tagestief dürfte hier negativ wirken, passt auch hier zu diesem leicht negativen Wochentag. Wenn es hier tatsächlich zu einem Ausbruch nach unten kommt, dann wären hier die Bären im Vorteil, da wir unterhalb des Pivot Points sind und uns hier sozusagen jetzt auch übergeordnet in der Schwächephase befinden, wären hier meines Erachtens Shorts zu bevorzugen. Neues Tagestief, beziehungsweise hier ein Shooting Star, beziehungsweise eine Umkehrkerze, gerade jetzt, weil wir auch aktuell wieder an diese Asia-Range ranlaufen. Wenn es hier nicht zu einem signifikanten Einstieg in die Asia-Range wieder kommt, dann könnte man davon ausgehen, dass das Paar doch nach unten wegkippt und weitere Tiefs macht. Ansonsten, wenn es einen Ausbruch auf neue Tageshochs geht oder geben sollte und hier insbesondere auch das Pivot-Level, der Pivot-Point, überwunden wird, dann sehen Sie hier nach oben das Potenzial zum Vortageshoch im Bereich 0,9384 bzw. hier im Sinne der True Range sogar Niveaus 0,9377. Das kann dann durchaus dazu kommen, dass hier die Dynamik sich nach oben entfaltet. Rein technisch wären aber weitere Verluste zu präferieren. Doch das sollte man natürlich immer mit dem Markt abgleichen. Und insofern wird es spannend, was wir denn nun machen. Aktuell eher ein Watching. Aber neues Tagestief dürfte Verluste begünstigen. Kommen wir nach oben raus über den Pivot Point, dann dreht sich das Bild schlagartig. Ob dann natürlich hier der Ausbruch aus dem übergeordneten Abwärtstrend gelingt, das bleibt mal abzuwarten. Aber grundsätzlich eine relativ interessante Situation heute. Deswegen Ihnen vorgestellt. Ich wünsche an dieser Stelle jetzt erstmal einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, schalten Sie nachher zur DAX-Beschau ein. Und ansonsten noch viel Gelingen, gutes Gelingen, und wenn Sie mögen, hören wir uns spätestens morgen wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer.